Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Schöne Grüße aus dem Garten bzw. Vom Gartenbeet hier im Hintergrund. Ja, das Anlegen eines Gartenbeetes, da habe ich auch lange mal mit Wolf-Dieter Stoll drüber sinniert in einem meiner früheren Videos. Der Pflanzenpapst, der deutsche Pflanzenpapst und Ethnobotaniker, kann ich gerne auch am Schluss verlinken des Videos, dann kannst du das auch nochmal anschauen. Das Anlegen eines Gartens ist auch ein zutiefst spiritueller Akt und es ist eine, wie soll ich sagen, eine Rückverbindung an Mutter Erde, den Boden, und es dient wirklich auch, ja, der Erdung, Entladung und der eigenen Aufrichtung. Vor allen Dingen in so Zeiten der Krise wie aktuell sieht man dann auf einmal, wie aus einem kleinen winzigen Samenkörnchen sowas da im Hintergrund emporwächst und die Zucchinis schießen raus und der Mais schießt hoch und die Kürbisse werden immer größer, dicker und runder. Und das ist einfach eine ganz, wie ich finde, wunderbare Betrachtung und Erfahrung, das so zu sehen, wie das Leben sich seinen Weg bahnt. Ich habe das Beet angelegt nach den Prinzipien von der Elektrokultur und ja, nach dem Paramagnetismus. Deswegen mit ein Grund, warum das so wie verrückt auch wächst. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Ich habe auch ein Video dazu gemacht zum Thema Energie, wo ich diese Sache mal kurz aufgegriffen habe, dass wir auch als Menschen gute Felder brauchen, wo die Energie einfach stimmt. Und wenn die Energie nicht stimmt, das heißt, wenn sehr viele Störfelder da sind, müssen wir gucken, dass wir diese Störungen irgendwie auch harmonisiert und ausgeglichen kriegen, damit unser Torus weiterhin ein rechtsdrehendes Feld bleibt, weil der ganze Elektrosmog, die ganzen Hochfrequenzantennen, Mobilfunk und so weiter, das dreht ja den Torus auf links, kann man sagen, ja, und macht auf Dauer eben nicht gesund, sondern krank. Und das sieht man ja auch besonders gut an Pflanzen. Die lassen dann die Ohren hängen oder die wachsen eben nicht entsprechend mit anderen im Vergleich dann, ne? Ja, und gerade für Menschen, die eben halt mangelhafte Erdung haben, ist gerade auch das Barfuß im Garten arbeiten mit den Händen eine gute Hilfe. Jack Kornfield hat das auch mal beschrieben, bei Leuten, die spirituell den Deckel zu weit aufhaben, nach spiritueller Praxis, dass er die dann eben in den Garten schickt und auf Fleisch setzt, statt auf vegan, damit die quasi wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und die Erdung wieder kriegen und schön in der Erde wühlen, ne, sagte er. Ja. Nicht mehr nach oben hin meditieren, sondern nach unten hin meditieren. Ja, und wie gesagt, also einfach, ich glaube, der Prozess des sich um etwas anderes Kümmerns und dann das Sehen, wie das quasi gedeiht und wächst und wirklich auch sich diesen Weg bahnt zum Licht, ja, und dann auch zum Wasser hin. Und das ist, glaube ich, sowohl in die Tiefe als auch nach oben zum Himmel hin und natürlich auch in die Breite. Ich glaube, das ist wirklich etwas, ja, wo wir von den Pflanzen eine Menge lernen können für unser heutiges Dasein. Weil uns fehlt häufig eben A, die Aufrichtung, B, als auch, B die, das Containment des Raumes, ja, also ein Gefühl für meinen Raum um mich rum und auch natürlich die Erdung fehlt auch. Genau, also in diesem Sinne, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, irgendwo, auch wenn du nur einen Balkon hast, eine Kleinigkeit mal anzupflanzen. Das geht ja auch in Blumentöpfen sehr wunderbar, haben wir auch gemacht. Also siehst du jetzt hier. Und man kann also, denke ich, alle möglichen Varianten nutzen, wo man wirklich auch ein bisschen wieder diese Rückverbindung an die Erde bekommt und an den Boden. Manchmal gibt es ja auch in städtischen Gebieten so Gärten, wo für alle, wo jeder was machen kann, so kooperationsmäßig. Oder vielleicht hast du einen kleinen Schrebergarten. Ja, wenn du in der Stadt bist, gibt es ja manchmal auch die Möglichkeit. Und ja, vielleicht erinnerst du dich mal wieder an den Boden und an die Kraft der Pflanzen.
In diesem Sinne, lass den Garten dein Heilort sein. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Ciao.